Hey du! In meinem heutigen Shorts-Video zeige ich dir, wie man eine Karte in Minecraft craften und auch vergrößern kann. Falls du mir übrigens auch noch ein bisschen aushelfen willst, dann lass mir doch lieben gerne ein Abo da, falls du es nicht eh schon gemacht hast, denn das würde mich mega unterstützen und mir auch wirklich mega helfen. Deswegen ja, mach das doch lieben gerne und ich würde sagen, wir legen direkt mal los und ich zeige dir, wie das Ganze geht. Um eine neue leere Karte zu craften, braucht ihr einfach nur einen Kompass und ein bisschen Papier. Den Kompass packt ihr in die Mitte von eurem Crafting-Table und das Ganze umgebt ihr mit Papier. Und schon könnt ihr euch eine Empty Map, also eine leere Map, craften. Um eure Map jetzt vergrößern zu können, müsst ihr sie erstmal aktiviert haben. Dafür einfach einmal rechtsklicken. Jetzt ist die Map beschrieben. Um eure Map jetzt zu vergrößern, müsst ihr einfach nochmal auf den Crafting Table rechtsklicken. Und wie ihr seht, hat diese Map jetzt hier die Edit 9 zum Beispiel und ist auf 1:1 Scaling skaliert, also auf Originalgröße. Jetzt müssen wir die Map nur nochmal mit Papier umgeben, genau wie wir die ursprünglich auch gecraftet haben. Und wie ihr seht, geht die Edit jetzt um 1 hoch und die Skalierung ist jetzt auf 1:2, das heißt, sie ist um eine Stufe rausgezoomt. Das könnt ihr so oft wie ihr wollt wiederholen, bis die Map dann entsprechend bei eurer Lieblings-Zoom-Stufe angekommen ist oder halt bei der maximalen Zoom-Stufe. Und das wär's für heute. Fertig.